So, hallo, herzlich willkommen zurück, Episode Nummer 3. Und auch unter der Gefahr, dass ihr mich auslacht, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe es nicht. So, ich komme also aus der Einzelhaft wieder raus. Und muss zum Morgenappell. Wollen wir uns nicht gleich wieder prügeln hier? So, bin da. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ja, mach mal, erzähl. Laber dir da innen ab. Na los. Hallo, ja, ich höre doch zu. Jemand hat den Hut des Gefängnisdirektors im Klo runtergespült. Ihr hattet es noch nie so gut. Was? Der Gefängnisdirektor ist nicht da. Folgenden Abschaum bekommen seine Zelle. Was ist? Verstehe ich nicht. Zwerglam und Quitschi Uno. Immer die beiden. Hör mir erstmal zu. Was ist denn jetzt los? Was machen die denn? Tja, danke. Nett, ne? Metallblechmuffin. Warum klappt ihr euch? Seid ihr doof, Mann? Was ist hier los? Der hat eine Schaufel. Der Juno hat eine Schaufel. Chef, die haben sie gekloppt hier. Chef, geh mal gucken. Die haben sie gekloppt da. Die Knastbrüder. Ich weiß immer nicht, vielleicht ist das noch nicht mehr richtiger Platz. Doch, ich bin gesund, alles gut. Ich weigere mich, das zu essen. Ach komm. Alles gut, geh wieder raus hier. So, pass mal auf. Wir müssen also jetzt warten, bis Nacht ist. Ich habe aber ein... Pass mal auf, ich habe jetzt eine Morgenfreizeit. Jetzt kann ich in meinen Schlafraum gehen. Jetzt finde ich sie wieder nicht. War das nicht hier? Das war doch hier, oder? Sanso? Nee. Anubis? Das war es auch nicht. Nee, das war's alles nicht. Hier ist die Einzelhaft. Gehen wir da oben rein. Da ist aber kein Schreibtisch. Wo waren das jetzt? Verdammt nochmal! Hier. Swaglam. Cookie. Mio. Kitsch Junior. Hier warst du auch nicht. Bin ich denn doof? Ja, Herrschaftszeiten. Das war doch einer von denen hier, oder? Leon? Hier, na bitte, geht doch. So, jetzt pass mal auf, jetzt gehen wir hier rein. Jetzt gehen wir hier, pass mal auf, jetzt heben wir den mal aufheben. Jetzt versuchen wir das einfach mal. Ablegen. Hochklettern. So. Jetzt das. Na? Klettern. So. Aufschrauben. Nochmal. Nochmal, wir kriegen es nicht auf. Mach auf den Saftladen jetzt hier, bevor der nächste Kopf kommt. Ja, bitte, geht doch. Jetzt aber wieder runter, schnell, schnell wieder runter. Hopp. Das schnell wieder. Manne, nein! Och, Manne! So eine Scheiße. Oh, so ein Mist meine ich. Oh, was ist denn da? Ach komm, dann laden wir nochmal den letzten Spielstand. Alles klar, ich verstehe. Ich brauche eine Attrappe. Oder ich muss eine Attrappe machen, damit wenn ich oben raus bin, ich den Deckel dahin ranmauen kann. Aber wie mache ich denn das jetzt? Wo gehe ich denn die Attrappe holen? Mann, das ist ja... Das ist ja gar nicht mal so einfach, wie man jetzt das erst gedacht hätte. Was ist denn das für ein Buch? Macht denn das Buch? Kann man nicht das Buch irgendwie mit irgendwas zusammenbauen? Mit DVD noch mit rein? Vielleicht noch was anderes rein? Eine Schaufel? Okay, also irgendwie ist das ist grün offensichtlich. Ja, oh, das überfordert mich. Pass mal auf, das überfordert mich total gerade.
Das heißt, Plastiklöffel. Mit dem können wir nicht anfangen, mit dem Plastiklöffel. Das könnte aber als Basis dienen für erste Werkzeuge. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt den verbinde, zum Beispiel mit der, mit dem, das geht natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt mit dem Schaufel, mit der Schaufel auch nicht. Warum ist denn das rot und das andere ist grün? Was ist denn das für ein Mist hier? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so und so mache, das wird auch nichts, ne? Ne, das wird alles nichts hier. Pass mal auf, aber weißt du was, dazu habe ich eine geile App gefunden. Aber da brauche ich mein Smartphone, jetzt habe ich mein Smartphone nicht hier. Ich bräuchte, es gibt nämlich eine App, Crafting-Rezepte für dieses Spiel. Da müssen wir vielleicht mal da reingucken. Achso, egal, erstmal einen Job suchen. Ist auch nicht schlecht. Frühstück ist ja durch. Hallo. Morgen Freizeit. Wäscherei. Stelle Mio. Briefträger, Zusteller. Achso, das ist also schon vergeben. Alles klar. Blaues Buch. Da kann man jetzt nicht anlegen hier. Ich möchte gerne einen Job annehmen. Hausmeisterstelle. Müsste ich also der Mio verdreschen? Ich weiß es nicht. Wie geht denn das? Ich check das nicht. Ich check dieses ganze Spiel hier nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich zu alt bin, um so ein Spiel zu verstehen. Was gibt's denn hier drin? Nischt. Ah, dann gehe ich halt trainieren, es mir auch, kloppe ich halt alle nieder, ja. Muss halt alle verprügeln. Was können wir jetzt noch? Warte mal, ihr rennt doch hier gerade, warte mal, was ist denn da los? Erzähl mal. Zu viel Gefallen aktiv, um noch mehr anzunehmen. Ach so. Wo sind die überhaupt? Wenn du merkst, dass du einem Schlüsselwörter einen Schlüssel gestohlen hast, bedeutet das einzelhaft. Hatte ja einen Abdruck des Schlüssels. Das haben wir schon gelesen. Gefallen. Gib Medizin an Steve. Und mach Krawall, wenn Abendappell ist. Achso, das geht immer noch. Okay. Mio will, dass du Officer Cloud verprügelst. Na, dann mache ich das mal. Cookie will, dass du Leon verprügelst. Na, dann gehen wir mal Officer Cloud verkloppen. Fangen wir doch mal damit an. Dann fangen wir doch mal damit an. Ah, nee, nicht abschlagen. Hier, weiter. Sari, Smizzle, Cloud. Pass auf. Jetzt machen wir folgendes. Ich muss aber die richtige Waffe auswählen. Wo ist denn die? Uiuiui, meine Waffe ist ja weg. Ich habe keine Waffe mehr. Was ist denn da los? Scheiße. So ein Mist. Es liegt natürlich jetzt an folgendem Problem. Ich habe natürlich eins falsch gemacht. Ich bin vorhin in Einzelhaft gegangen. Was ist denn das hier? Oh ja, krank, hallo. Also, das, wir sehen hier, geht nichts. Na gut. Das hätte ich verkloppen können, das ging aber so einfach nicht. Ich habe nicht gefunden. Scheiße, Mann, das ist doch nicht, das ist doch blöd. Das Spiel ist doch doof, ey. Macht doch keinen Spaß, das Spiel. Job kann ich auch keinen machen. Ich muss jetzt irgendwie eine Waffe finden. Jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir in meine Kiste gucken. Das sind die falschen Zimmer. Hier unten sind die richtigen Zimmer. Und dann gehen wir mal hier hinter. Und ich glaube, das dritte war meins, ne? Ne, war es natürlich falsch. Aber wir können mal reingucken, was er da so drin hat. Wird halt mal geknackt, das Ding. Was hat denn der da? Rechen? Nur den nehme ich mir mal. Ich habe keinen Platz mehr. Was ist das da noch? Ein Draht. Das ist ja ein kleiner Drecksack. Der hat ja einen Haufen Zeug da drin. Ich werde mal das Zeug los hier. Wir sammeln erstmal einen Haufen Gelumpe zusammen hier. Was ist jetzt im Mittagessen angesagt? Nur ja. Dann gehen wir nochmal hier rein. Die gehen alle Mittagessen. Ich fehle noch, weil ich hier klauen gehe gerade. Und den Draht und den. Was ist denn das hier? Klebeband. Das nehmen wir auch mal mit. Ein Radio, wer weiß. Den Teddybären nehmen wir auch mal mit. Und hier haben wir natürlich auch noch ein Stück Kernseife. So, das heißt, wir können noch eine Waffe bauen. Jetzt haben wir erstmal ein paar illegale Sachen hier am Start. Seife. Noch ein Teddy. Das ist ja cool. Ein Rechen und ein Draht. Das müssen wir mal sehen, was wir mit dem Draht, was wir da alles anfangen können. Das können wir uns in der nächsten Folge mal angucken. Da hole ich mal mein Smartphone und wir gucken mal nach Rezepten. Die sind alle essen, die suchen mich auch alle nicht, wie es ausschaut. Dann öffnen wir mal noch diese Kiste.
Das haben wir schon. Die Pfeile wurde uns geklaut. Klebstoff. Kartenpaket. Na komm, nimm was mit. Panarium. Seitens Taschentuch. Das haben sie mir geklaut, ey. Das ist doch alles meins gewesen. Das war doch meine. Sackgang ist das ja. Eine Pfeile. Jetzt pass mal auf. Wo könnte ich mit einer Pfeile ran? Was ist denn das hier hinten? Das ist der Fernseher. Ich muss zum Mittagessen gehen, sonst kriege ich Prügel wahrscheinlich wieder. Achso, tut mir leid, ich habe keinen Hunger gehabt, ne? Dann gehen wir mal trainieren. Laufen mal. Was? Hallo? Ah, so? Steigt davon auch irgendwas eigentlich? Achso, ich stelle gerade fest. Nicht stelle ich fest. Erhöht die Angriffsrate bei Kämpfen. Naja, das ist schon mal nicht schlecht, aber da oben, die 22 Lebenspunkte, da hatten wir schon mal 25, ne? Muss ich dazu sagen. Ich kriege ja Muskelkater in meinem Oberarm. Energie geht runter. Na, hier noch ein bisschen. Oh, das ist ja wie bei GTA hier. Kann ich schon nicht mehr, keine Kraft mehr. Und gleich bin ich fertig, ja. Ich muss erstmal ein Mittagsschläfchen halten. Innen noch, komm. So. Reicht? Achso, einfach so machen. Wir müssen. Oh, könnten wir ins Versteck. Pass mal auf, wenn ich jetzt hier reingehe. Das ist ein Bereich, in dem wir Fenster nicht untersuchen. Beobachte die Wege der Wärter, um Bereiche zu finden, an denen es sicher ist, um Fluchtversuche zu wagen. Ich gehe mal hier. Du kannst versuchen, Gegenstände in der Toilette herunterzuspülen. Vergiss nur nicht, dass du so Gefahr läufst, die Toilette zu verstopfen und die Zellen unter Wasser zu setzen. Was die Wärter alarmieren wird. Was haben wir denn da? Ach so, ist ja interessant. Also beim Abendappell könnte ich also zum Beispiel den Teddybär da reinstecken. Das ist interessant. Das heißt, holen wir mal den Teddybär aus der Hütte. Damit, wenn Abend... Jetzt ist Hofgang. Okay. Müssen wir mal schauen. Warte mal, wo war das jetzt? Hier bin ich falsch. Hier hoch muss ich. Jawohl. Und dann... Ich glaube, hier ist meins. Jawohl. Ich nehme mir mal den Teddybär da raus. Den spüren wir mal einfach mal im Klo. Oder? Gleich zweimal. Und dann müssen wir mal jetzt natürlich schauen, ob ich hier noch irgendwas sinnvoll anfangen kann. Radio hinstellen. Kann man das Seitentaschentuch und die Seife vielleicht auch miteinander verbinden? Oder geht das nur... Da geht natürlich nichts zu bauen, also das ist nicht möglich. Eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Das ist alles. Ich blick hier das nicht, ich check das nicht. Also erstmal wollte ich jemandem einen Gefallen tun. Lass mich hinsetzen hier. Ich rutsche hier immer weiter weg. Oh, so. Ist ja anstrengend hier, ist ja mega anstrengend. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Wir testen das mal. Wir testen mal Abendappell. Hallo, geht doch mal da runter. Bevor ja jeden Abend aufs Neue die gleichen Typen verprügelt werden. Ich habe keine Kraft mehr. Jetzt ist Duschen, das können wir mal machen. Duschen können wir gehen. Und das können wir machen. Ich rutsche hier weg. So, sitze auf dem harten Fußboden. Jetzt verkloppen die sich schon wieder gegenseitig? Ich check das hier alles nicht. So, raus, ich bin sauber. Jetzt gehen wir hier rein, okay. Gegenstände runterspülen, jetzt pass mal auf. Gleich ist doch Abendappell, oder? Es ist ja schon 17.40 Uhr. Das heißt, ich versuche jetzt mal öffnen. Eins, zwei, und dann spülen wir mal. Sollen wir mal gucken, was da passiert. Nichts. Das war wohl nicht genug. Geh mal was essen. Ich hab auch Hunger. Ich check das Spiel nicht irgendwie. Ich krieg das echt nicht gebacken. Hinsetzen. So, jetzt mal erstmal gesund essen. Top. Das hat nicht gereicht. Wir müssen noch mehr runterspülen da. Wenn die alle essen sind jetzt, kann ich doch aber rein. Achso, tagsüber geht das ja nicht. Tagsüber kommen wir nicht an den Zaun, das muss ich nachts machen. Da entwickelt sich ja richtig. Da muss man ja richtig sich Gedanken machen, wie das gehen soll. Jetzt ist abendfreie Zeit. Jetzt können wir rumrennen und können hier irgendwelche Knete machen.
zum Beispiel das Taschentuch mit Hilfe der Seife gemeinsam und nur ein paar Karten, oder? Ey, komm, wir machen mal Folgendes. Ich nehme, was ist das noch? Tinte? Ich kann mal übers Färben mit. Reichen, Hake, eine Plastikgabel. Komm, auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich versuche es trotzdem. Ich gehe jetzt nochmal da runter zur Toilette. Ach so. Was ist denn das hier? Das ist jetzt Sansons. Halt. So. Mal gucken, was da passiert. Was? Das schafft die Toilette? Was ist denn hier los? Hier geht ja alles. Das ist doch irre. Cloud. Ich würde ihn ja verkloppen, aber ohne Waffe geht gar nicht. Alter. Wie mache ich jetzt Radau? Beim Abendappell, wenn ich hier nichts machen kann. Wenn alles schief geht. Hier ist ein anderes Schloss. Achso, hier brauche ich also einen Schlüssel. Leon. Achso, ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Pass mal auf, gleich ist Abendappell. Ich verstecke mich einfach. Pass mal auf. Hopp. Jetzt ist ja gleich Abendappell. Das heißt, die werden mich gleich suchen. Und in der Zeit kann nämlich, ich weiß nicht wer, wessen Aufgabe ist jetzt eigentlich, warte mal. Aufgaben. Hier. Das hier. Das machen wir jetzt. Bin gespannt. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe gedacht, in den ersten drei Folgen schaffen wir es hier auszubrechen. Aber hier geht ja gar nichts. Ich verstehe das nicht. Ich muss jemanden abstechen. So, es wird draußen dunkel. Also wenn es gleich Nacht ist, kann ich mir statt zu speichern eine Schaufel holen und am Zaun draußen ein bisschen graben. Aber ich muss aufpassen, wo die Verrückten, die Polizisten langrennen. Hä, wann ist ein Abendappell? Müsste das nicht mittlerweile sein? Wie lange soll ich hier noch warten? Weggeknickt hier. Hallo? Das muss doch mal Appellzeit sein. Ist das 22 Uhr immer? Ich hab das noch gar nicht mitbekommen. Ich sehe da oben 0 Polizisten, 0 Dollar. Ich hab gar nichts. Ich hab noch nichts geschafft hier. 3 Folgen nichts geschafft. Eine Stunde schon verzockt und nichts hingekriegt hier. Das ist unfassbar. Da müssen wir vielleicht mal Tatsache gucken. Also ich brauche jetzt ist Abendappell. Jetzt bin ich versteckt. So, das heißt, jetzt können wir Krawall machen. Also das heißt zumindest. Was ist das für ein Symbol hier? Warnung, während du Gefahr läufst, erwischt zu werden, geh zurück, wo der Appell stattfindet, damit es zu keiner Ausgangssperre kommt. Tja, ich wollte ja ein bisschen Krawall machen, eigentlich jetzt in die Zeit. Sollte ja so ein bisschen was passieren. Na, dann gehen wir mal jetzt schnell hin. Bin schon auf dem Weg. Hopp, 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 ja, ich bin ja schon da. Und alle anderen auch. Bin schon da, es beruhige dich. Gleich werden die Zeilen voll Idioten untersucht, okay. Sansohn und Zwaglam haben irgendwelche Scheiße gebaut, offensichtlich. Wie normal. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. So. Nachtruhe. Jetzt müssen wir alle in die Betten gehen. So, und jetzt müssen wir mal. Jetzt gehen wir mal hier hin. Jetzt versuchen wir das mal. Aufheben, nach hier drüben ablegen. Jetzt klettern wir da hoch. Öffnen. Wir nehmen jetzt erstmal den Schraubendreher da raus. Jetzt klettern wir da hoch. Na, das sieht so aus. Ey! Hat nicht der Cloud verwackelt. Mann, ey! Ich fasse es nicht! Ich krieg das nicht hier. Ich check das nicht hier. Hat der Cloud mich verwamst, ey? Das ist doch unfassbar. So, jetzt ist gut, Jungs. Oh, Mann, ey. Tag auch. Das ist unglaublich. Es ist unfassbar. Hat mich Cloud verwackt. Ich check das nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Was haben die denn? Ich brauche einen Job jetzt erstmal. Ich muss mir Geld sammeln. Es geht alles nicht anders. Ja, ich war ja beim Morgenappell. Reicht ja jetzt nur. Genug gehört hier. Wo ist denn jetzt die Jobsuche? Hier nicht. Hier sind die Toiletten, wo man alles runterspülen kann. Kommt er mich jetzt holen oder was? Ich will nur einen Job suchen. Jetzt ist Frühstücken angesagt.
Ach, das brauche ich nicht. Frühstück brauche ich nicht. Also es gibt gewisse Tagesabläufe, das ist alles klar. Die verkloppen sich schon wieder gegenseitig, ne? Jetzt sind die alle beim Frühstück. Ich habe keinen Schraubendreher mehr. Ich komme jetzt auch nicht. Ich brauche also eine Abdeckung. Das ist unglaublich hier. Das ist so viel. Da möchte ich gerne irgendwelche. Ich muss hier rein. Da will ich Medizin haben. Komm nicht rein! Wie kriege ich den Medizinmann dazu, dass ich von dem Medizin kriege? Ja, ich komme schon. Zuverlässig. Ach so, hier. Ich muss doch einen Job finden. Küchendienst. Nimm ein großes Essen aus dem Gefrierschrank und koche es. Warum ist denn das jetzt so, dass ich keinen Job mehr kriege? Ich check das hier nicht. Ich muss erst mal gucken, wie das ja alles funktioniert. Also das Tutorial war ja ganz einfach, ne? Aber das jetzt hier ist ja nichts. Also jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Angreifen. Zack und, hab ich ihn verkloppt? Tatsache! Na nice! Na, das ist ja mal ein Ding. Hat er mein Feuerzeug einstecken? So, jetzt muss man den, aber ja, pass mal auf, den heben wir jetzt auf. Jetzt sperren wir den irgendwo in den Knast ein oder so. Jetzt kann man den irgendwo einsperren. Wo kann ich den jetzt einsperren? Ablegen. Du hast zuschließen die Tür. Scheiße, geht nicht. Wo kann ich denn? Wo ist denn? Scheiße, Mann. Mann, fuck, ey. Das ist doch nicht zu glauben. Ich hätte das alles ablegen sollen schnell. Dann hätte die mich nicht erwischt. Hätte ich in Einzelhaft gehen können. Also man schafft es, den einfach so zu verkloppen. Das ist ja auch ein Ding. Ist ja krass. Gut, in der nächsten Folge kloppen wir mal ein paar Gefängniswärter platt, ne? Bis dahin danke ich erstmal fürs Zuschauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, Reinhold. Tschüss.